Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 4. Und Nico ist da. Yay! Yeah. Als Nonne. Ja, wir haben Schlüssel in der letzten Folge bekommen. Wo ist denn der eigentlich da? Zimmer 505. Mich deucht, das war doch neben dem Zimmer von George und Anna Maria, oder? Deswegen, können wir hier mit dem Fahrstuhl fahren? Bestimmt, ne? Soll ich raufgehen? Ja, na klar. Überrascht wohl niemanden, dass die vor meinem Zimmer Wache standen. Wenn sie mich gesehen hätten, wäre ich tot gewesen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg da rein. Durchs Fenster? Ja, warte hier, Nico. Ich will mal sehen, ob ich in den zweiten Stock runterklettern kann. Ach, runter! Ja. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Und das ist jetzt das Zimmer hier von... Ach nee, jetzt sind wir George. Das ist nix. Und hier ist nix. Und hier ist ein Fenster, das können wir aufmachen. Hier ist ein Bett. Aber wie bitteschön ist denn Nico hierher gekommen? Das möchte ich gerne mal wissen. Warum ist sie da? Was ist das? Das ist nix. Oh, eine schöne das Bad sieht ja mal genial aus. Ungelogen sieht das genial aus. Das hat Stil hier. Nette Dusche. Ja. Aber das ist alles hier nur Show. Guck mal, das ist nur damit es hübsch aussieht. Nun komm, hier. So. Mal so, jetzt sogar das Klo. Wow. Pompös, pompös. Gut, da müssen wir wohl anscheinend hier durchs Fenster. Zum zweiten Stock. Lass mich raten, 505 ist im fünften Stock. Ich spring, George. Spring nicht. Hä? Hallo? George? Okay. Hui. Also Anna Maria und ich hatten Zimmer 304. Ein Eckzimmer. Das muss dann das da drüben sein. Na toll. Lass mich raten, wir kommen hier nicht rüber, aber hier kommen wir rüber, ne? Hier vielleicht? Jawohl. Und... Was? Okay. Komm runter, George. Okay. Hier lang. Nein! Nein! Ach so. Dann machen wir so. Ist ein bisschen umständlich, weil man hat ja, ihr seht ja, man hat nur den normalen Mauscursor und man weiß nicht, was hier passiert. So, ich glaube, hier hinten können wir wieder hoch. Denn runter ist hier bisher keine Option an der Stelle. Oh oh. Ich bleib lieber unten. Guck mal, da ist eine Wache. Oder irgendwas anderes. Ich lass mich jetzt nicht erwischen, definitiv nicht. So, aber hier können wir wieder hoch, ne? Es ist eine Wache. Oh, unser Zimmer. Komm, mach auf. Komm, mach auf. Jawohl. Halt, was liegt da? Nehme ich lieber mal mit. Was ist das? Anna Marias Rosenkranz. Auf der Rückseite des Kreuzes steht Memento Mori. Da können wir raus, aber ich glaube... Hier, den Eimer nehmen wir mit. Warum auch immer. Was ist das denn? Eine Kreditkartenabrechnung. Aha. Irgendwas zu berichten, Wachmann? Nein, Sir. Nein. Nichts. Geh in den Schrank. In Ordnung. Ich übernehme jetzt. Aber Sir, ich habe meine Befehle. Und ich gebe Ihnen neue.
Raus! Ah, Mr. Stobart. Bleiben Sie ganz ruhig. Pater Nikolas? Genau. Ihr Lieblingspriester. Und auch Bulle, oder ist das auch nur eine Verkleidung? Bulle? Nein. Irgendwer aus dem Gefüge des militärischen Geheimdienstes der Türkei? Schon eher. Also sind Sie Agent? Würden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Ganz einfach. Als Sie nach Istanbul kamen, haben Sie einen Alarm ausgelöst. Aha. Eine Mafia-Verbindung. Ah. Im Topkapi wurden Sie dann zum Terroristen. Aha. Und schließlich wurde mir klar, dass Sie nur ein Schatzsucher sind. Da haben Sie recht. Eine romantische Beschäftigung. Sie spricht meine dramatische Seite an. Schön, dass Ihnen die Show gefallen hat. Auf jeden Fall sind Sie jetzt frei. Sie können gehen. Bitte. Keine Wachen unten. Keine Probleme. Aber was ist mit Anna-Maria? Sie wurde entführt. Wie dramatisch, Mr. Stobart. Entführt? Hohoho. Wohl eher abgehauen. Oder vielleicht hat sie einen neuen Verehrer gefunden. Wer weiß, Sie haben ein anderes hübsches Mädchen gefunden. Also vergessen Sie sie. Nein, so ist das doch gar nicht. Gehen Sie jetzt, Mr. Stobart. Ich kann Ihre Freiheit nicht lange garantieren. Okay. Du hast es geschafft. Mevlut oder auch Pater Nikolas hat mir geholfen. Wirklich? Ich erzähle es dir später. Ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden. Damit könnte ich Anna-Marias Adresse rausfinden. Nicht, dass sie wirklich mit uns gespielt hat. Eine Quittung für etwas, das am Flughafen Leonardo da Vinci gekauft wurde, mit Anna-Marias Unterschrift drauf. Ja, da, komm, hier, da, nimm das. Das funktioniert so nicht. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich komme hier öfters her. Okay. Toll. Kann man den abgeben? Besten Dank. Ja, und nun? Ach so, warte mal, Adresse? Ach, ein Kredit-Aas, okay. Ah, wir hacken wieder. Okay. Eins. Zwei. So. Das könnte sogar... Das war das vorherige Hacking viel, viel komplizierter. Server. Angefordert wurde Adresse von Anna-Maria Presa. Download der Info läuft. Anna-Maria Presa, Vicolo Server, Rom. Anna-Maria wohnt also in Rom. Das hat sie nie erwähnt. Nico, ich hab sie. Eine Adresse in Rom. Vicolo Serves Marite, 128. Ui, der teure Teil der Stadt. Dann schauen wir doch mal nach, ob sie zu Hause ist. Oh, oh, das schwant mir Übles. Da wären wir. Vicolo Serves Marite. Nico! Was sagt man dazu, George? Du hast dich in eine Frau verliebt, die mitten im Herzen der romantischsten Stadt der Welt wohnt. Aha. Zu dumm, dass sie es dir nie gesagt hat. Du hast irgendwie einen gewissen Hang zur Grausamkeit entwickelt, Nico. Oh, guck mal, Tauben. Eine einzelne Taube. Ein Auto, was geblinkt hat gerade eben. Habe ich das richtig gesehen? Da, schon wieder geblinkt. Da,
Na, ich ahne ja Schlimmes, wenn es so blitzert. Sei bitte vorsichtig an dem Auto. Du hängst an deinem Auto, was? Toller Glanz. Oh ja, es ist das Auto aus meinem Lieblings-Actionfilm aller Zeiten. Aus Kaltblütig mit Lucy Chu. Hui. Genau, hui. Lucy Chu fuhr es in einer Szene, die erst auf der DVD-Sonderedition erschien. Es muss dir viel bedeuten. Wenn ihm etwas zustieße, würde ich sterben. Oder Schlimmeres. Und dann hier bei der ganzen Taubenkacke. Oh mein Gott. Aber die Stimme kam mir so bekannt vor. Ah, vielleicht sollten wir mal mit Nico hier reden. Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Wobei denn, George? Aber die Frisur ist halt so ein bisschen komisch, ja? Aber es ist Nico. Verzeihen Sie? Nein, 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 nein. Ich entschuldige mich. Könntest du mir vielleicht weiterhelfen? Ich bin George. Naja, einer muss es ja sein. Und du bist? Der recht ehrenwerte Graf Lonsdale. Aha. Aber du kannst mich Lord Lonsdale nennen. Oder My Lord. Oder nur Lonsdale. Oder Archie. Was immer dich gerade überkommt. Was? Wenn ich mich nicht täusche, bist du Brite. Sehr scharfsinnig von dir, junger Gary. Ziemlich aufgeweckt für einen Ami. Nun, ich war in den meisten Fächern überragend. Kochen ausgenommen. Gut gemacht, ausgezeichnet. Natürlich war ich nie auf der Schule. Nicht notwendig. Die Lonsdales bringen alles von Geburt an mit. Okay. Und warum bist du in Rom, Archie? Eine lange Geschichte, Gregory. George. Meinetwegen. Trotzdem. Vor ein paar Jahren führte ich Partytricks in Paris vor. Mhm. Onkel Archie, der jonglierende Clown. Der liebenswürdige, herrliche, großartige Archie. Nein. Aber eines Tages... Was passierte? Jimmy Two-Feet. Es passierte. Er wischte mich mit sprichwörtlich runtergelassenen Hosen und... Und? Er preschte mich. Bin nie darüber hinweggekommen. Er hat mich total ruiniert, weißt du. Aha. Ich dachte erst, es wäre einer der Clowns aus dem ersten Teil. Dann bist du ein echter Graf? Platz Nummer 148 in der englischen Thronfolge, glaube ich. Königliches Blut, schau an, ich fühle mich geehrt. Solltest du auch, Gilbert, mein Alter. George. Marks Auto, Was weißt du über Marks Auto? Bekommt mehr Aufmerksamkeit, als ich scharfe Frauen hatte. Oder warme Mahlzeiten. Wenn dem was passiert, ist der arme Kerl am Ende. Völlig aufgelöst. Fix und fertig. Was hältst du davon? Monströs. Was ist das? Ein ausziehbarer Golfschläger. Ausziehbar? Wofür denn das? Damit er in deine Tasche passt. Alter Junge, nimm's mir nicht übel, aber du musst mehr unter die Leute. Okay. Was haben wir hier noch? Oh. Joseph, ich sage dir, ich bin betrunken. Aber ich kann dich immer noch sehen. Auf eine verschwommene Art. Jetzt lass mein Brot in Ruhe. Aber es ist so verlockend. Von einem Penner stehlen? Schämst du dich nicht? Da reden wir mal mit Ihnen hier. Den haben wir ja bisher bloß kurz gehört. Verzeihen Sie? Hallo, ich bin George. George ist der Stobber, Pfarrer? Mit 2 B und 2 T. Mein Name ist Mark. Bruder Mark. Ja, okay. Mit 07. Mit der Lizenz zum Putzen, was? Oh, sehr gut. Tja, man poliert nur zweimal. Oh. Bist du ein Filmfan, wie? Ich mag nichts lieber, als einem Actionhelden zuzusehen. In Action. Ja, die vollführen wahre Wunder, nicht wahr? Wunder? Naja, du weißt schon. Was kann ich denn für dich tun?
Upsala, erzähl mal. Was arbeitest du denn so, Mark? Ich bin ein Priester. Zumindest will ich einer werden. Ich bin ein Novize. Wollte ich gerade sagen, du siehst noch sehr jung aus für einen Priester. Danke. Du hast dich aber auch gut gehalten. Was für ein netter Typ. Echt sympathisch. Warum willst du denn Priester werden? Das ist eine sehr persönliche Frage, George. Und ich kenne dich kaum. Verschwiegen, was? Nur vernünftig. Als nächstes versuchst du vielleicht, mir die Geheimnisse der Kirche zu entreißen. Also hat die Kirche Geheimnisse. Mach dich nicht lächerlich. Okay. Hat keine Geheimnisse. Gut, ja. Vielleicht kannst du uns helfen. Wir suchen eine Adresse. Vicolo Serves Marite, Nummer 128. Wir stehen davor. Und 8. Was für ein Zufall. Das ist gleich hier. Echt? Und ich wohne direkt daneben. Und ich kenne die Dame, der es gehört. Darf ich fragen, was du von ihr willst? Wir mieten die Wohnung von ihr. Alle Hotels sind ausgebucht. Verstehe. Aber ein paar Tage vor dem ökumenischen Gottesdienst des Papstes ist das ja auch kein Wunder. Ja, der gute alte ökumenische Gottesdienst, immer wieder beliebt. Wobei es ja eigentlich sein erster ist. Wissen wir doch, darum sind wir ja hier. Il Papas Premiere. Go, Papst, go! Dann einen netten Aufenthalt hier. Und keine Sorge, ich behalte euch im Auge. Bloß nicht. Sag mal, deine Nachbarin Anna Maria, kennst du die eigentlich gut? Oh ja, sehr nettes Mädel. Nicht, dass ich viel von ihr gesehen hätte. Wie meinst du das? Sie ist nie lange zu Hause. Hat was von einem Jetsetter, wenn du mich fragst. Okay. Weißt du denn, was sie so macht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn, würde ich es nicht jedem auf die Nase binden. Oh. Du magst Verschwörungstheorien, was? Big Brother ist überall. Wie sie im Kloster zu sagen pflegten. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich meine, dass die Leute nicht immer das sind, was sie vorgeben zu sein. Zum Beispiel der Penner da. Nun, der Gestank passt jedenfalls. Täuschung und Tarnung, sage ich nur. Mit Glauben und Vertrauen hat's dieser Priester scheinbar nicht so. Okay, was ist mit dem Penner? Was hat es denn nun mit Archie da drüben auf sich? Ein lüsterner alter Saufkopf. Natürlich könnte das nur seine Tarnung sein. Tarnung? Er könnte für den BND arbeiten. Ach. Oder für MI5, vielleicht sogar 6 oder die CIA. Die Welt ist voller Spione. Meinen Sie? Öffne die Augen, erkenne die Verbindungen und sieh dir an, was wirklich in der Welt geschieht. Aha, vielleicht bin ich ein Spion. Wohl kaum. Was? Aber sieh dir Archie an. Ein Panther, bereit zuzuschlagen. Warum ich nicht? 100% Scharfschützenblick. Ich glaube eher, das ist der 100 Promille Schlafmützenblick. Traue niemandem, der sich nur einmal im Jahr wäscht. Was magst du denn sonst noch so für Filme? Ach, wirb langsam, die Sorge stirbt nie, sag niemals Knie, sowas in der Art. Aber die sind alle nichts gegen kaltblütig. Und warum willst du denn ausgerechnet Priester werden? Weil ich Gewalt verabscheue. Selbstverständlich. Was ist so das besonders ist Werbung. Kaltblütig? Es ist eine hyperdynamische Reise durch eine in atemberaubende Kitschwelt. Klingt erstaunlich. Ist es auch. Und eine der wohl akkuratesten Darstellungen der Arbeit von verdeckten Ermittlern. Wenn ich mich nicht alles täusche. Oder täusche ich mich? Ich gucke gerade mal kurz, kleinen Moment. Ist in Cold Blood genau wie das Logo, was man gerade eben gesehen hatte. Ist ein Computerspiel. Ich weiß nicht, ob es auf einem Film basiert. Ich guck mal gerade. Von Ubisoft. Charles Cecil. An Adventure Game developed by Revolution Software. Jetzt erinnere ich mich auch. Das ist auch in der 25-Jahre-Box drin. Ja, interessant. Ja, ein bisschen Werbung muss halt sein, ne? Ich kann kaum glauben, dass ein Geistlicher sich für eine Schauspielerin wie Lucy Chu interessiert. Sie ist stark, George. Eine Frau, zu der man aufblickt. Aha. Hat ihren eigenen Kopf und lässt sich von Männern nichts gefallen. Respekt. Es gibt Gott und dann gibt es Lucy Chu. Oh. Aber hat sie nicht in diesem schlüpfrigen französischen Filmchen mitgemacht, die Marquise vom Zoo? Verachte die Sünde, George, nicht den Sünder.
Ach so. Ich habe da etwas, das dir gefallen wird, Mark. Aber George, bei dir ist man ja nie vor Überraschungen sicher. Wie? Na egal. Ich habe hier jedenfalls ein Foto von Lucy Chu. Oh, George! Stimmt, das hatten wir ja mitgenommen. Ich bin richtig eifersüchtig. Oh, Herr, vergib mir. Da würde ich nicht drauf bauen, Mark. Stimmt, das hatten wir doch in einem Stapel gehabt, ne? Was hältst du hiervon? Sehr clever. Ich habe ihn erfunden. Man kann ihn ausziehen. Genau. Wie ich sehe, bist du auch ein Fan des Biometric-Schafts. Was? Aha, ich glaube, wir verstehen uns. Okay, jetzt haben wir alles hier durchexerziert und sind keinen Punkt weitergekommen. Ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter und schauen, was wir hier noch so finden werden. Da können wir wegreisen, aber wegreisen ist jetzt keine Option. Da sind Blumenpötte, Ditte, Nico. Ja, ich denke mal, wir haben ein bisschen was zu tun. Deswegen erstmal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.